Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein etwas anderes Unboxing-Video für dich. Und zwar geht es nicht um die klassischen Frauen-Beauty-Boxen, sondern wie ihr das ja wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, geht es um die Blackbox Men Nummer 3. Und zwar ist es natürlich für Männer. Hier ist sie drin. Kannst du bestellen bei Pinkbox oder bei Brigittebox. Verlinke ich dir auch unten gerne mal in der Infobox. Die kannst du sogar mittlerweile abonnieren, wenn du möchtest. Ich wollte das mir immer relativ offen halten und du hast auch immer mal wieder so einen Code, mit dem du das Ganze günstiger kriegst. Auch den verlinke ich dir unten mal in der Infobox. Und ja, ich quatsch nicht länger. Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Reißen wir das kleine, aber feine Ding mal ein bisschen auf. Tada! Der Karton ist mal wieder so sehr gefüllt, dass auch der Karton, also die Box ist so sehr gefüllt, dass der Karton auch gefüllt ist. So. So sieht das dann aus. Dann fangen wir mal mit dem an, was quasi daneben lag. Und zwar haben wir hier ein Foamy. Das wollte ich immer schon mal für mich, für Frauen haben, aber hier ist es jetzt für Männer. Also ein Foamy Men. Ja, erfrischend reinigender Transformator. Scratch and Smell steht hier. Uiuiuiui, das riecht gut. Oh. So, und hier haben wir die prall gefüllte Blackbox. Auch die kommt ziemlich genauso daher, wie das auch die ganzen Beautyboxen tun. Hast du hier das Seidenpapier, hier hast du ein Schleifchen. Und hier ist der Inhalt, der erstmal verdeckt wird von dem Heftchen, wo drauf steht, was drin ist. Heft ist gut, ne? Männer brauchen nur eine Karte, die brauchen kein ganzes Beauty-Heft. Zuerst habe ich hier Face and Beard Balm von Graham Hill. Oh ja, das ist so ein Aftershave Balm. Sieht echt schön aus in so einem schönen Dunkelblau. Finde ich echt, echt, wirklich mega schön. Hier musst du draufdrücken, dann öffnet sich das. Und dann rieche ich mal dran. Es riecht total pflegend, cremig, sanft. So ein bisschen nach dem Nivea Aftershave. Richtig toll. Ein schönes Produkt. Als nächstes habe ich drin Balea Men Waschschaum. Reinigt Barthaare und Gesicht, macht die Barthaare weich für eine schonende Reinigung. Das ist ziemlich groß, ne? Also das ist schon cool. Das riecht ein bisschen herber als das Aftershave. Aber halt auch sehr, sehr pflegend, sehr reinigend. Cremig, mild, ich und Gerüche beschreiben, männlich. Dann haben wir hier mit drin von Mitchell & Peach, oh, ich mag die Marke, English Growers English Leaf Body Cream, eine Körpermilch, auch richtig toll. Die riecht ein bisschen, ja... Wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Zitrisch, würde ich ein bisschen sagen. Ja, aber auf jeden Fall gut. Männlich, cremig, pflegend. Läuft bei mir. Als nächstes habe ich hier drin ein Eau de Toilette von S. Oliver. Dazu habe ich das Pendant für Frauen. Das heißt, für Männer ist es in Schwarz, für Frauen ist es in Weiß. Der Duft gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr sportlich und... Nicht so extrem, also gefällt mir wirklich, also von dem Frauenparfüm her. Und ich denke, da das Männerparfüm das Pendant dazu ist, wird es ja ähnlich riechen, nur halt mit einem Stück mehr Herbe, ein bisschen Männlichkeit und ja, nicht so Flower Power blumig, aber ja, gefällt mir. Als nächstes habe ich drin eine Humble Brush. Ja, diese Zahnbürste verfolgt mich. Ich habe sie in Pink schon ein paar Mal in den Händen gehalten. Nun habe ich sie auch in Blau in meinen Händen. Habe ich bislang immer weitergegeben, weil wir elektrische Zahnbürsten nutzen und ja. Was soll man dann damit, ne? Ist ärgerlich, aber gut. Ist nun mal mit drin. Wir hatten in einer Blackbox tatsächlich schon mal so eine ganz urzeitliche, ja, Zahnbürste, würde ich mal so sagen. Das ist so eine Wurzel, auf der du rumkaust. Hat mein Freund bis heute noch nicht ausprobiert. Ich glaube, es ist auch ein bisschen freaky, oder? Naja. So, dann habe ich hier drin Duschrausch mit Hanf.
Oh, sowas, das von TTZ habe ich schon mal was organisiert. Oh, richtig, richtig gut. Darüber wird er sich bestimmt freuen, falls er überhaupt noch Platz in seinem Schrank dafür hat. Das ist mit Vulkanwasser, Aktivkohle, Hanf, Oud, Tabak, created by Michalski. 2-in-1 Aroma, Dusche und Shampoo. Richtig toll, gefällt mir. Oh. Ja, das riecht richtig schön. Das gefällt mir, da wird er sich drüber freuen, hoffe ich. Mal gucken. So, und das letzte Produkt, was ich hier drin habe, ist von Bandito bei Mask Bar. Eine Pimped Out No More Matte Mask. ich weiß nicht, was ist das? Eine Maske? Helps soothe irritated skin and bumps. Purifies and balances the complexion, leaving skin feeling calm and looking clearer. Also die soll dann einfach nur, ja, klären. Bin ich gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ich fühle mal. Ja, es fühlt sich nicht nach einer Tuchmaske an. Das scheint ja wirklich so eine Matte Mask zu sein. Also wirklich so eine gröbere, geligere Konsistenz. Ich weiß ganz genau, wer diese Maske bekommt. Derjenige, der zuschaut, weiß es jetzt auch. So, ihr Lieben, das war es jetzt schon mit der Blackbox Man. Ich fand sie spannend, tatsächlich. Also ich finde die wirklich interessant. Besonders gefallen hat mir hier auf jeden Fall dieses Duschgel, finde ich richtig klasse. Und auch das Aftershave von Graham Hill finde ich richtig, richtig geil. Also ja, definitiv alles geile Produkte. 16,95 habe ich, glaube ich, bezahlt, weil normalerweise kostet das 24,95. Ich habe einen Rabattcode gehabt. So, irgendwie so. Ich schreibe euch das auch mal unten auf jeden Fall in die Infobox den Gutschein rein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Mensch, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, zu den Abo-Boxen, die ich so habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ich sag mal hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!